Ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen zu einer weiteren schönen Folge The Last of Us Part 1 Remastered bei uns auf dem Kanal. In der letzten Folge haben wir ja diesen Unterschlupf gefunden hier, in dem keiner mehr anzutreffen war. Und jetzt gehen wir weiter Richtung Funkturm mit unseren neuen Freunden hier. Und hoffen, dass hier da mal ein bisschen was zu holen gibt. Ellie ist müde, haben wir gerade gesehen. Ne? Will sie ein bisschen hinlegen, ein bisschen schlafen? Da ist eine Matratze, könnt sie sich hinlegen. Ich sag's noch, nur ein Vorschlag. So, wo geht's denn hin, mein Freund? Henry, sag mir, wo lang? Da lang? Alles klar, über da lang. Wenn der Henry das sagt, dann gehe ich hier lang durch den grauen. Hörst du das? Infizierte. Leise. Und gerade hatte ich es noch gesagt. Wo geht's denn eigentlich lang, Henry? Du bist doch hier der Typ, der weiß, wo es lang geht. Warum gehst du nicht voraus? Ich glaube, der weiß auch nicht so richtig, wo es lang geht. Ja, ich hab's festgestellt. Ich habe aber eine Schrotflinte. Ich muss die ein bisschen... Ihr schießt das doch schon gut weg, oder? Ja, ihr habt das doch gut gemacht. Und so, von daher... Tja, wir wissen wohl, was mit ihm passiert ist. Dem Klicker nach zu urteilen, sind sie schon länger tot. Wir gehen weiter. Das hat ja Wort erkannt. Dass es nicht noch mehr davon gibt. Okay, dann werde ich wohl doch mal die andere Waffe nehmen müssen, oder? Weil da gibt es wohl anscheinend doch ein bisschen mehr Munition. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt hier hoch, ne? Was haben wir hier liegen? Okay. Ja. Was denn, tränkelst du dich gerade vor? Oh, was haben wir hier? Ja, sehr gut. Ja, so eine Werkbank wäre jetzt gerade nicht schlecht. Ne? Ich habe jetzt so einen Haufen von diesen Schrottdingern jetzt eingesammelt. Und daher? Na gut. So, wo willst du hin? Gehen wir nicht hier rein? Doch, schon, oder? Können wir mal hier reingucken. Das ist so eine Art Aufenthaltsraum gewesen hier, ne? Da haben wir ein paar Zeichnungen von den kleinen Kiddies. Hier gibt es noch ein bisschen... Zeig her, was ist das? Wir sind gefangen. Wahrscheinlich sind alle tot. Einige von den Kleinen sind bei mir. Die Infizierten stehen vor unserer Tür. Ich weiß nicht, wie lange wir es hier noch aushalten. Wenn ich und die anderen am Leben sind, können sie uns vielleicht erreichen. Wenn es soweit ist, werde ich es schnell tun. Oh, oh. Oh, oh. Ja. Himmel. Mhm. Ja. Kann man nicht anders sagen. Steht hier. Sie mussten nicht leiden. Oh, 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 oh. Das sieht nicht gut aus. Tja. Sie mussten nicht leiden. Nein. Eine Machete. Die hat nur noch 3. Na gut, da macht das nicht viel Sinn. Da werde ich doch wieder meine Stange nehmen. Weil so schön wie die Machete auch ist, ne? So. Dann gehen wir weiter. Mann, 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 was ist hier passiert, hä? Geht's hier weiter? Henry, sprich mit uns. Kennst du dich hier aus? Oh. Hallo. Soll vorgehen, so heißt es, ja? So, das haben wir, okay. Ich würde gern trotzdem ein bisschen rumschleichen hier. Ich habe irgendwie den... Ne, du schleichst ja auch nicht, okay. Ja, dann. Hey, ob es hier rausgeht? Kann sein. Aber da kommt man nicht hoch. Mhm. Vielleicht kommt man auch anders dahin. Naja, ich befürchte, dass man da anders hinkommt. Alles okay.
Das war ich. Ich habe ein Sicherheitstor ausgelöst oder so. Henry, kriegen wir das hoch? Also, das ist seltsam. Ja. Was? Hey, das Ding bewegt sich nicht. Verdammt, verschwindet. Sam, du bleibst bei ihm. Henry, wir müssen weg von hier. Pass auf ihn auf. Los. Ja. Ja, das ist ja wieder großartig. Die schaffen das. Ja, ich weiß. Ja, klar, die schaffen das. Okay, Kleiner. Wir müssen einen Weg hier rausfinden, ja? Ich würde sagen, das tun wir ganz leise. Okay. Oh, Mann. Ich höre sie noch rufen, ganz weit weg. Ich würde sagen, wir speichern mal eben hier. Okay. Siehst du ihn? Ja. Ja, und jetzt? Hast du gesehen? Bleib hinter mir. Wenn ich renne, rennst du. Ja. Wie rennen? Ich will... Oh. Wohin? Kriegen wir den so weg? Mit einer ordentlichen Ladung? Enthusiasmus? Das sind zwei. Joel, da drüben ist etwas. Du, ich sehe das. Ich sehe sie. Okay, wir gehen mal hier durch. Ja? Ich war jetzt dezent überrascht, muss ich sagen. Nächster Versuch. Wir haben ja gespeichert. Wir sind ja nett. So, ich würde sagen, wir prügeln uns hier einfach ganz eiskalt durch. Ne? Mit Sneaky ist hier nicht. Also das kannst du ja... Ne? Ihr wartet schon der Nächste. Hier ist keiner. Okay, aber irgendwo... Durchgeladen. Hier muss gleich einer kommen von da hinten. Ah. Aber du bist ein sturer Hund, ey. Kannst du nachladen? Danke. Hey. Ey, caramba, carajo. Die Munition gibt es ja hier schon mal irgendwie reichlich. Wo ist der hergekommen? Da komme ich nicht hin. Okay. Was haben wir hier? Oh, Leute. Was? Laden, 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 Junge, laden.
Knaller. Voll okay. Komm raus aus der beschissenen Ecke. Du warst gut. Danke. Wir müssen jetzt weiter. Alles klar? Ja. Nee, okay. Energie habe ich genug. Boah. Komm weiter. Da ist noch irgendwas? Wenn ich so viel hätte wie Schräubchen aktuell, ehrlich. Okay, da scheint es hochzugehen. Gibt es hier sonst noch irgendwas Interessantes? Wahrscheinlich, ne? Das ist sehr gut. Da bin ich voll. Den brauche ich definitiv. Kann ich den bearbeiten direkt? Ja. Okay, das haben wir schon mal. Ein paar Schläge gratis. Hier ist was los, ey, Leute, ehrlich. Da bin ich voll, okay. So, was haben wir hier? Toilettchen. Was ist hier? Komme ich nicht hin. Das Schlafboxen und hier. Oh. Ist das Isch? Basic nicht. Okay, hier ist nichts. Okay. Da bin ich voll. Das nehme ich dankend an. Klebeband wäre mir aber noch viel, viel wichtiger. Okay. Seht ihr das an? Wie in der Schule. Warum hat es sie erwischt? Schauen wir mal. Tja, wenn ich das wüsste, sie haben sowas nicht verdient. Danny Isch, unsere Beschützer, okay. Ja, das hat ja jetzt nicht unbedingt geklappt mit dem Beschützen, aber naja. Junge, 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 Junge. Komm mit. Kannst du die Leiter runterholen? Ja. Los, dann hol mal die Leiter runter. Ich warte derweil hier. Mach schon. Dankeschön. Na bitte. Gut gemacht. Ja, schau, den kannst du mitnehmen. Jetzt ist Daddy nicht da. Einfach einstecken. Du hast Platz im Rucksack, hast du gesagt. Ich sag's nur. So, wir haben nachgeladen. Haben wir? Okay, zwei Schuss. Das ist natürlich nix, ne? Was? Ist das Ellie? Na los. Ellie? Ellie Pelli? John, da sitzt sie! Sam! Das hat er! Wir müssen schnell weiter! Durchgang, da drüben! Sam! Schnell! Es sind viel zu viele! Ellie, geh weg von der Tür! Zusammen versuchen. Sam! Er ist durchgekrochen! Er ist was? Sam, was zum Teufel machst du? Ich hole uns hier raus! Na dann beeil dich! Okay, los! Durch, durch, durch! Alle nach oben! Na los! Und jetzt? Oh. Komm runter. Jetzt rennen sie alle in verschiedene Richtungen, oder was? Oh, warum nicht schieben, nicht schieben, ich muss looten.
Ja, Geduld, Leute. Ich habe den Eindruck, ich... Hilf mir hoch. Du, nicht schreien. Bitte nicht schreien. Wer schreien, hat keinen Verstand. Mach von der anderen Seite auf. Mach schnell. Na los, Sam. Du bleibst nicht hier drin. Was ist mit dir? Ich komme klar. Komm schon. Los. Ich habe irgendwie den Eindruck, hier knallt es gleich. Ja. Achtung! Ich bin bereit. Dann mal los. Oh, daneben. Oh nein. Gleich da. Ich würde gerne noch ein bisschen... Ach Leute, ich will looten. Haben die irgendwas für mich hier? Gehen wir! Natürlich nicht. Okay, mach los! Los, los! Frische Luft. Sind wir da? Oh, wollt ihr mich verarschen? Danke für die Warnung auf der anderen Seite. Wo ist der Turm? Wir sind nah. Kommt, na los. Oh, Wahnsinn, oder? Was ist denn hier los, hä? So, jetzt muss ich erstmal alles irgendwie nachladen. Wie geht's dir, Kleiner? Das war echt knapp, hä? Da hab ich mischt. Ja. Da ist soweit alles klar. Das schönste Erlebnis, aber wir haben es geschafft. Auf jeden Fall. Ja. Okay. Junge. Was eine Action, oder? Was eine Action. Okay. Aber es ist alles schön grün hier. Das ist ja schon mal sehr gut. So, was haben wir hier? Jawohl, das nehme ich alles mit. Geht rein in meine Tasche. Dankeschön. Oh, schaut mal hier. Oh. Naja. Zumindest haben wir ein bisschen Sonnenschein. Was? Tja, was habe ich gesagt? Ha? Mal sehen, wie wir hinkommen. Das ist die Frage aller Fragen. Kann ich hier durch? Gibt's hier was für mich? Nee. Okay. Und du, wie kommst du zurecht? Alles wie immer, oder? Als ich bei Henry war, habe ich selbst ein paar Infizierte erledigt. Du wärst stolz. Ja. Naja, ich weiß nicht, ob man darauf stolz sein kann. Aber, naja, was muss, das muss, ne? Ich würde mal gerne hier die Häuser durchsuchen. Ob wir hier irgendwas Brauchbares finden. Zumindest von den Sachen, die wir so brauchen. In den Keller muss man immer gehen von verlassenen Häusern. Da gibt es die schönsten Dinge. Oh. Ja, schau an. Flötenreiniger. Werkzeugstufe 3. Ha? Sehr schön. Was man nicht alles findet. Oh. Da haben wir noch sowas. Das könnte man dann später direkt nochmal durchspielen mit unendlich Ressourcen. Okay. Tja, wo lang, Leute, ne? Wollen wir mal hier hochgucken? Ich glaube, hier gibt es ja jede Menge zu looten.
And the day's gone. Übrigens gerade Thema bei uns im Twitch-Chat. Ja, habe ich auch. Habe ich auch. Noch ein Keller. Dong, 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 dong. Ne, hier war ich da gerade. Das ist doch Verarsche. Was haben die hier für komische... Wie war es hier ohne Infizierte? Ich kann es mir nicht mal vorstellen. Ja, ich mir auch nicht. Okay, da bin ich voll. Kann ich denn noch aktuell was herstellen? Nein, natürlich nicht, weil ich kein Klebeband habe. Naja, zumindest mal einmal Medizin konnten wir noch mitnehmen. Okay. So, ich würde sagen, dann gehen wir hier wieder runter. Wo war denn jetzt der Funkturm da hinten? In die Richtung müssen wir uns wohl durchschlagen. Kommt mit. Naja, nicht schlecht hier. Jetzt reden sie auch nicht mehr so viel. Hunde! Halt dich lieber von ihnen fern. Wir sind hier nicht in der Zone. Wir sind wild. Was ist das? Oh, das ist ein Eiswagen. Ein Eiswagen? Ja, Henry hat mir das erzählt. Sie haben dort Eis verkauft. Was? Niemals. Joel? Ja, haben sie. Oh, eine Werkbank. Ach, wie schön. Okay. Sehr gut. So, was können wir denn verbessern aktuell? Das müssen wir mal gucken. Wir haben wirklich 361 Schrottkrimskrams. Dann haben wir hier Kapazität, Feuerrate, den Bogen. Ja, den kann ich leider nicht weiter herstellen. Panzerbrechende Munition. Panzerbrechend, 100% Durchdringung. Das ist ja auch cool. Zielfernrohr, 20% Vergrößerung. Sehe ich gerade nicht so. Aber wir nehmen mal Nachladetempo. Sehe ich auch gerade nicht, aber... Das könnte man schon machen. Weil wir haben ja doch ab und zu so ein paar gepanzerte Typen. Na, die wären dann mal vielleicht ein bisschen schneller zu erledigen. So, das Teil da drüben. Ja, genau das. Damit ich hier nochmal ein bisschen... So. Und dann... So. Und fertig. Sehr schön. Ja. So ein Schlitzschraubenzieher ist schon cool. Nachladetempo ist nicht so gut. Okay. Dankeschön. So, und dann hatten wir doch auch diese neue Waffe irgendwo. Die zählt wahrscheinlich unter Pistolen, ja? So, und da Streuung. Erhöht die Streuung der Waffe beim Abfeuern. Nachladetempo, Rückstoß, Magazinkapazität. Und was ist das? Schussfolge. Schneller abfeuern sehe ich nicht so, aber das hätte ich gern. Da haben wir zumindest mal einen Schuss mehr im Magazin. So, und dann haben wir Schussfolge. Brauchen wir nicht. Nachladetempo, Streuung würde ich gerne noch mitnehmen. So. Auch sehr schön. So, was haben wir denn dann noch? Diese Geschichte mit dem... Warte mal. Wie sieht es denn mit der Pistole eigentlich aus? Nachladetempo, Schussfolge. Schneller abfeuern, Magazinkapazität... Ja, kostet nur 30 Teile. Das können wir auf jeden Fall mitnehmen. Sehr gut. Nachladetempo. Was kostet das? 20 Teile. Naja. Die 20 Teile nehmen wir jetzt auch noch mit. So. Sehr schön. So. Und dann schauen wir uns nochmal die richtige Schrotflinte an, die da. Die hat ja, glaube ich, noch gar keine Verbesserung, ne? Nachladetempo, Reichweite. Okay, Rückstoß. Ja, nehmen wir mit. Mhm. Man schraubt den Griff ab und verändert die Reichweite. Ja, ich kenne mich aus. Ich bin ein ausgebildeter Waffenmeister. Dass ihr das auch wisst. So. Dann haben wir Magazinkapazität. Definitiv brauchen wir die.
weil immer nach 4 Schuss nachladen ist ja ein bisschen nicht so produktiv im Gefecht. Und daher nehmen wir das auch mit. Aber Schrottteile haben wir echt genug gesammelt jetzt in den letzten Folgen. Irgendwie nie so richtig ausgegeben. Nehmen wir so auf jeden Fall mit. Schussfolge. Ne, Schussfolge braucht man nicht. Nachladetempo 100%. Also nehmen wir mit. Weil die braucht schon eine Weile zum Nachladen. Dann nehmen wir nochmal mit. Oder was haben wir hier? Reichweite. Komm, wir nehmen die Reichweite. Sehr schön. Mhm. Na, sieht doch schick aus. Sehr gut. So, und dann haben wir Rückstoß. Der dämliche Rückstoß bei der Knarre ist natürlich, ne? Er ist ja echt ganz schlimm. So. Wir haben noch 76 Teile. Nö, den Rest würde ich sagen, sparen wir uns. Und tschüss. Das ist doch ganz gut. Ja, finde ich auch. Auf jeden Fall. So, das haben wir. Gut, haben wir alles. Ich bin bereit. 2 Schuss. Ja gut, das ist jetzt... Naja, ihr wisst, was ich sagen will. So. Elli Popelli, wir gehen mal hier hoch. Was machen wir den Hunden eigentlich? War auch noch nicht so richtig, ne? Oh, ein Fläschchen. Ja, damit. Merci, Cherie. Ein Fläschchen für den Papa. Und dann gehen wir hier unten nochmal gucken, was haben wir hier Schönes. Die Türen sind wirklich, das ist doch alles miteinander verbunden hier. Ich habe doch gerade was... Ach, hier. Waffenteile. Ja. Sehr gut. Und hier ist nichts weiter. Ein Klebeband in der Küche vielleicht? Nö, auch nicht. Okay. Steffi, danke schön für den Raid. Vielen, vielen Dank. Und für die lieben Menschen auf YouTube, wir sind gerade live auf Twitch, wenn ihr Lust und Laune habt, kommt uns doch da auch mal ein bisschen verfolgen. Da können wir auf jeden Fall ein bisschen Spaß zusammen haben. So, ich suche aktuell noch hier gerade... Oh, Klebeband. Das nehme ich gern mit. Aber irgendwie ist es ja auch so, dass hier das Klebeband nicht unbegrenzt vorhanden ist. So, wo gehen wir denn lang? In welche Richtung? Wissen wir noch nicht so richtig. Ne? Wir werden auf jeden Fall aus dem Haus wieder raus müssen. Was ist das? Hallo? Ich möchte daran. Na, was ist denn das Schönes? Oh, au! Bist du okay? Ja. Ja, die verdammte Decke kommt runter. Pass auf! Komm mal her, Elli. Zack, zack. Pass auf. Hey, ist das schön. Weißt du, was Schönes für uns da oben? Elli, red mit uns. Elli? Elli? Elli, wo bist du? Und was gefunden? Ein Buch. Was ist das? Und bitte. Danke. Dankeschön. Nahkampfwaffen verbessert. Modifikation hält 2 Treffer länger. Na, das ist doch nett. Also Elli, da muss ich sagen, du weißt, was der Papa braucht, ne? So. So, haben wir hier noch was? Oh, hier gibt es noch was zu lesen. Ah. Kara, du bist der Mann im Haus, solange ich nicht da bin. Pass auf deinen Bruder auf. Er will jetzt von dir beschützt werden. Ich werde nur ein paar Tage fort sein, um Essen und Vorräte zu sammeln. Sollte ich aus irgendeinem Grund nach einer Woche nicht zurück sein, nimm deinen Bruder mit in die Quarantänezone von Pittsburgh. Öffnet niemandem außer mir die Tür. Spart euch die Kugeln. Spart eure Kugeln. Wenn ihr fortgehen müsst, bewegt euch unauffällig und schnell. Setze deine Größe zu deinem Vorteil ein. Bis bald, Dad. War er groß oder war er klein? Ich weiß nicht. Wissen wir auch nicht so richtig. Oh, Klebeband. Das ist gut. So ein Mann hatte Klebeband dabei. Und Munition hat er auch im Schrank. Na, wie das so die guten Kinder machen. So, pass auf. Dann werden wir jetzt das Ding mal verbessern. Das hält dann ein bisschen mehr aus. 4 Schläge, ne, 5 Schläge. Naja, der Brüller ist das jetzt nicht, ne? Aber was willst du machen? Das ist ja wirklich eine Loot-Tour hier vom Feinsten. Smurf hat ein Timeout kassiert, warum?
Mach doch nicht sowas mit uns. So, dann gehen wir runter. Und dann gehen wir hier weiter, ne? Ist denn hier richtig überhaupt? Ich glaube, wir müssen an den Hunden wirklich vorbei, oder? Kommen wir hier hinten raus. Hier geht's nicht raus. Elli, geh mal, bitte. Elli, ja, danke. Ich will jetzt auch nicht unbedingt auf die Hunde treffen, ne? Jetzt nicht zwingend. Muss ja jetzt auch nicht sein. Gehen wir einfach mal hier hinten rum. So, und der Turm. Ja. Ich und mein Orientierungssinn, der ist tödlich, ne? Also wenn wir uns mal in einer Apokalypse irgendwo begegnen sollten, hört bitte nicht auf mich. Bitte, Leute. Oh. Ich verlaufe mich garantiert. So, hier haben wir ein bisschen Kühlschrankmagneten, jawohl. So, was haben wir hier? Falls noch einer mal muss, wir sind dann gleich bereit. Gehen wir hier hoch. Oh. Die Hundis da draußen. Eine offene Tür. Mehr war nicht nötig. Einer von uns hat vergessen, die Tür zu schließen. Und eine Horde dieser Monster ist in unser Lager eingedrungen. Wir haben sie dort eingeschlossen und außen eine Warnung angebracht. Haben wir ja gerade gesehen, ne? Susan und einige Kinder sind bei mir. Soweit ich weiß, sind wir die einzigen Überlebenden. Ich musste Susan aufhalten, damit sie nicht wieder dort hineinrennt, um die Leichen zu holen. Es ist zu gefährlich. Sie hat ihre Kinder verloren und ich habe keine Ahnung, was ich ihr sagen soll. Am liebsten würde ich aufgeben. Es wäre so einfach, sich dieser Welt zu ergeben. Aber ich kann es nicht. Ich glaube zu sehr an die Menschheit. Ich habe gesehen, dass wir immer noch zu gutem fähig sind. Wir können es schaffen. Ich muss stark bleiben für sie. Ich gibt nicht auf, ne? Ich gibt nicht auf. Haben wir hier irgendwas in den Bett? Oh. Nein, ich habe keinen Code. Verdammt, wir könnten jetzt raten, aber dann würden wir die nächsten, sag mal, 100 Folgen damit verbringen. Wir versuchen, den Safe aufzumachen. Das kriegen wir nicht hin. Den Code habe ich leider nicht gefunden. Hier geht es aber noch weiter hoch. Badezimmer. Wenn sich einer frisch machen will. Oh nein, ist das schön. Das ist wie, als hätte es Geburtstag. Oh, Ellie. Ellie, ich glaube, hier ist noch einer von diesen Comics, die du immer liest. Wie viel haben wir denn jetzt von diesen Dingern eigentlich schon gefunden? Oh. Sehr schön. Cool. Was ist... Ach, da liegt ein Kugelschreiber. Ich dachte, da liegt eine Spritze. Leute, was ist denn das für eine Gegend? Gut, wir gehen mal hoch. Ich finde mir ja den... Oh. 8:21:36. Wartet, Leute. Den muss ich mir kurz aufschreiben. Sehr gut. 8:21:36. Na, der eine oder andere wird sich jetzt denken, boah, jetzt kann der sich nicht mal drei Zahlen merken, der Knaller. Ja, es ist nicht... Oh! Ja, meine Gebete wurden erhört. Mein Beet wurde erhört. Entschuldigung. So, jetzt suchen wir nochmal den Safe. Ich könnte wetten, ich finde den nicht mehr. Ich bin so ein Typ. Ehrlich. Ich habe auch nicht. Da haben wir schon mal schlechte Karten. Hier war er, oder? Ja, hier ist er doch. Hey, Leute. Hier, halt mal. Halt mal. So, die 8. Dann haben wir die 21. So, ganz vorsichtig. Bin nicht nur Kanalmaulwurf, ich bin auch Safe-Knacker. Hab ich da nicht gewusst, ne? So. Hau an. Na, so wird doch ein Schuh draus. Danke mich recht herzlich. Sehr cool. So, gehen wir weiter, oder? Leute, ihr seid bereit soweit? Hey Sam, vorsichtig. Ja, okay. Oh, wie cool er da steht. Was denn, du zuerst? Oh, macht ihr hier? Verdammt, du bist dran. Okay. Nur werfen? Ja. Wusch! Ein Naturtalent. Ja. Glück? Nein, was nicht? Eines Glück. Ha! Okay, hau jetzt ab, du Angeber. Und nochmal. Fuck! Furchtbar. Okay. Und
entschieden. Nein, nein, nein. Ich hab dich fertig gemacht. Was meinst du mit fertig gemacht? Das ist doch unentschieden. Ja, okay. Ja, Kinder. Soll ich mitmachen? Ach nee, lieber nicht. Eine Munition sparen. Oh. Pass auf. Ich krieg das hin. Oh. Es kommt der Tag, an dem Kinder wieder Kinder sind. Sicher. Weißt Gehen du, wir. Ich kann nicht mal Dart spielen. Nicht mal das kann ich. Oh, da schau. Sehr gut. So, was haben wir hier? Hirsch. Hirsch heißt mein Vater. Okay. Hier waren wir ja schon, ne? Ja, genau. Ja, Leberkäse ist gut durchgebraten, dann hauen wir wieder ab. Ich habe keine Ahnung, wo es hingeht. Ich gehe jetzt einfach mal hier rum. Ich habe wirklich keine Ahnung. Aber sie rennen mir vielleicht alle nach. Okay, hier kommen wir schon mal nicht durch. Oder? Sag mal. Wo sind wir hierher gekommen? Ich kenne mich, weißt du? Ich kenne mich doch. Fireflies waren hier. Oh. Ja, sieht ganz so aus. Wie sollen wir sie finden? Ich kenne da wen. Meinen Bruder genau genommen. Er war ein Firefly. Soweit ich weiß, ist er in Wyoming. Wir gehen hin, finden ihn, finden die Fireflies. Bist du Was dabei? Heißt das? Ja? Klingt nach einem guten Plan, Mann. Na, hier waren wir doch gerade drin, ne? Genau. Ja, wir gehen einfach mal den Weg jetzt weiter. Aber da sind wir doch da hinten, sind wir doch hergekommen. Leute, ich habe mich verlaufen. Lauf, ich sag doch, lauft mir bitte nicht nach, ich... Hey, Henry. Ja? Was ist mit den anderen? Was meinst du? Na, wenn wir leben, kann es doch jemand anders auch geschafft haben. Ja, Sir. Das kann gut sein. Gehen wir jetzt hier lang, oder? Ich habe keine Ahnung. Wir gehen mal hier lang. Mal gucken, was passiert. Okay. Da sollen wir wohl nicht reingehen, oder? Ich bin bewaffnet. Betreten verboten. Ich schieße auf jeden, den ich sehe. Schieße sofort. Hier wohnten wohl nette Leute. Die erste Zeit nach dem Ausbruch wurde viel geplündert. Alle wurden paranoid. Erinnerst du dich daran, Joel? Ja, ja, ja. Alle verbarrikadierten sich in den Häusern. Dann gingen die Vorräte zur Neige. Das hat gezeigt, wozu die Leute in der Lage sind. Ja, absolut. Leute, soviel erstmal zu dieser Folge. In der nächsten Folge erreichen wir hoffentlich den Funkturm, wenn denn alles gut geht und ich mich nicht wieder verlaufe. Ein Däumchen nach oben wäre ein Träumchen. Ja, und ruhig mal mit dem Twitch-Kanal abonnieren, denn da geht's gleich weiter. Tschüss.